Und der nächste Redner ist Johannes Hübner von der FPÖ aus Wien. Er war viele Jahre Nationalratsabgeordneter und ist seit der Wienwahl jetzt Abgeordneter im Bundesrat. Ja, eine positive Änderung für Konsumenten, da gebe ich den beiden Vorrednern Kittel und Auer durchaus recht, ist es sicherlich. Aber wie die Notwendigkeit einer Anpassung an eine Entscheidung des EuGH umgesetzt wurde, das ist nicht unbedingt sinnvoll und nicht unbedingt im Sinne der Rechtsklarheit. Wie der Kollege Schilcheger schon zum vorigen Punkt gesagt hat, sieht man immer wieder bei Gesetzesmaterien aus den erläuterten Bemerkungen, dass man die Dinge nicht klar regelt, sondern sagt, ne, das sollen einmal die Gerichte entscheiden. Das haben wir auch hier. Diese EuGH-Entscheidung, die heute schon zitiert worden ist, vom 11.09.19, die sagt ja, dass ein Anspruch besteht, die Gesamtkosten zu mindern. Wir haben im Gesetzestext aber nur drinnen, die Kosten zu mindern. Wenn man in die erläuternden Bemerkungen hineinschaut, was ist der Grund? Naja, man weiß ja nicht genau, was Kosten und Gesamtkosten heißt. Lassen wir das die Gerichte entscheiden. Damit schaffen wir für alle, nämlich für die Banken und die Konsumenten, wenn wir sagen, die Schwachen sind die Konsumenten, dann bedenken wir es einmal für die Konsumenten in erster Linie, ein neues Unsicherheitspotenzial, das jahrelang bestehen bleibt, nämlich bis der österreichische OGH oder letztendlich unter Umständen sogar der Europäische Gerichtshof hier neuerlich entscheidet, welche Kosten hineingehören. Eine klare Regelung hätte daher statt Kosten entsprechend der EuGH-Judikatur Gesamtkosten geschrieben. Warum das nicht steht, weiß ich nicht. Das nächste, die Laufzeit oder die Zeit, in der Kreditverträge erfasst sind von der Novelle. Die EuGH-Entscheidung macht keinerlei zeitliche Einschränkung und sagt, das soll aber nur gelten für Verträge, die nach der Veröffentlichung unseres Urteils abgeschlossen worden sind. Im Gegenteil, der EuGH nimmt eine sogenannte authentische Interpretation einer Richtlinie der Europäischen Union über Verbraucherkredite vor. Authentische Interpretation, das heißt, er legt den Willen des Gesetzgebers aus. Damit ist das Gesetz von Anfang an, das Gesetz ist hier eine Richtlinie, man kann es durchaus Gesetz nennen, untechnisch. Damit ist diese Richtlinie von Anfang an so zu verstehen, wie sie der EuGH auslegt. Und ob es uns passt oder nicht, über den EuGH fährt in Österreich kein Gesetz und kein Gericht drüber. Daher verstehe ich nicht, warum man jetzt die Anwendung beschränkt auf Kreditverträge, die nach Veröffentlichung der EuGH-Entscheidung vom, glaube ich, 19.09. oder 11.09.19 abgeschlossen worden sind. Das dritte und letzte ist die Frage der Ausnahme. Also hier hat man die maximale Ausnutzung der Richtlinie vorgenommen und eine maximale Ausnahmebestimmung gefasst für alle Kredite, die im Geiste des Gemeinwohls zu marktunüblich günstigen Bedingungen abgeschlossen worden sind, aufgrund gesetzlicher Grundlagen. So steht das jetzt drinnen im Entwurf oder in dem Gesetz, das wir wahrscheinlich beschließen werden. Das geht über das vielleicht vorhandene Bedürfnis, die Wohnbaukredite auszunehmen von der begünstigten vorzeitigen Rückzahlung weit hinaus. Die Frage ist, warum wollen wir eine vorzeitige Rückzahlung von begünstigten Krediten erschweren oder weniger attraktiv machen? Wenn ein Kredit marktunüblich günstig ist, wenn er also billiger ist, als es der Markt geben würde, da sollte die öffentliche fördernde Hand ein Interesse haben, dass ein solcher Kredit zurückgeführt wird, weil sich die Allgemeinheit etwas erspart. Daher ist überhaupt nicht einzusehen, warum der Kreditnehmer daran gehindert werden soll oder zumindest nicht ermuntert werden soll, eine solche Rückzahlung vorzunehmen. Wir werden, und da komme ich zur letzten Frage, anders als der Kollege Schenach es angekündigt hat, aber trotzdem zustimmen, weil es eine Verbesserung darstellt. Es stellt zumindest eine Annäherung an die EuGH-Judikatur dar und wir bewegen uns daher in Richtung eines rechtskonformen Zustandes. Und es stellt eine gewisse Verbesserung dar. Und wenn es wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung ist, da stimmen wir diesem einen Schritt zu und werden also nicht ganz überzeugt, aber letztendlich hier unsere Hand heben. Danke vielmals. Danke. Nun hat sich sagt Johannes Hübner von den Freiheitlichen aus Wien.